Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Stable Online, zu einem Testvideo. Die Nelly macht eigentlich gar nicht mit, aber naja gut. Heute macht die Dorina Lightstorm mit und wir nehmen heute... Sorry, ich muss ganz kurz aufschreiben. Sorry, nehmen auf. Wir machen heute einen Test mit den Lipizzanen. Und zwar hat die Dorina den weißen Lipizzaner aus Fort Pinter und ich den aus New Hillcrest. Meiner ist Level 5, braucht gepflegt werden und hat einer der besten Ausrüstungen an. Bei ihr ist es, ihr Pferd ist Level 10 schon, hat auch gute Ausrüstungen an. Und wir werden jetzt das Rennen hier testen. Bei Steve. Einmal werden wir es machen mit Abkürzung und einmal ohne Abkürzung. So, also ich mache jetzt mit meinen Abkürzungen. Ihr seht, der Lipizzaner bleibt erstmal auch stehen und kommt nicht direkt. Der weiße Lipizzaner geht nicht direkt vom Fleck, sondern bleibt erstmal stehen. Obwohl wir beide dieselben Sachen drauf haben, das habt ihr gerade gesehen. Ich habe noch Schleifen und so und die verlangsamen das Pferd sogar noch, wie ich es weiß, von meiner Erfahrung her. Also, die Dorina ist da weit hinten. Nicht so weit schon. Davor hat sie gefailt, deshalb wir mussten jetzt nochmal neu starten. Weil sie gefailt, denn wir dürfen ja beide jetzt nicht failen. Deshalb. Sonst können wir ja nicht vergleichen. So. Also, wir machen eine Runde mit Abkürzung und eine ohne. Das ist jetzt die Runde mit Abkürzung bei uns beiden. Ja, wir machen eigentlich beide dieselben Abkürzungen. Es gibt hier bei dem Rennen nur tatsächlich nicht so viele Abkürzungen. Außer ich mache die halt anders mit diesem, dass ich über den Transporter springe. Weiß aber nicht, ob das wirklich so viel bringt. Ja, und ihr seht, der Lipizzaner, meiner, der Level 5 ist und ihrer, der Level 10 ist, der ist ein bisschen weiter hinten, ne? Also ihr seht, der Lipizzaner... von New Hillcrest, der ist viel schneller als der weiße. Und jetzt ohne. So. Also. Ihr seht, ihr ist Level 10 schon. Und meiner ist erst Level 5 und trotzdem schneller. Ja, also die aus New Hillcrest sind wirklich viel schneller, muss man jetzt wirklich sagen. Und ihr seht, ich starte direkt durch mit einem Level 5er Lipizzaner aus New Hillcrest, nochmal wiederholt. Und, ja, wir dürfen jetzt nicht springen und nicht abkürzen. Springen ist ja eine Art von Abkürzung. Ah, die Dorina, die ist gesprungen. Die Dorina ist gesprungen. Liebe Dorina Lightstorm, du hast geschummelt. Naja, vielleicht schaffen wir es ja trotzdem. Ja, also mit Abkürzung führe ich und ohne Abkürzung führe ich auch. Also man sieht jetzt hier den Vergleich. Also am Anfang auch der weiße Lipizzaner zögert, nennen wir es mal so. Er startet nicht direkt. Hui, das war knapp. Er startet leider nicht direkt. Und es ist wirklich so, der weiße Lipizzaner aus Fort Pinter ist leider langsamer gemacht. Was mich ja echt enttäuscht vom Star Stable Team. Ey, schaut mal, wo das weiße ist. Schaut mal. Seht ihr denn die Dorina? Ne, die ist immer noch nicht da. Das ist die Florencia. Schaut mal, wo die Dorina kommt. Ah, die ist gesprungen. Nein, das war die nicht die Dorina. Okay. Ja, also... Das ist der eindeutige Beweis, dass der Lipizzaner aus Fort Pinter viel langsamer gemacht wurde, extra vom Star Stable Team, als der aus New Hillcrest. Okay. Der Lippi aus NH ist deutlich schneller. Okay, der Lipizzaner auf, also Lippi, ich verkürze das immer so. Gut, also das war dann der Test. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Einmal mit Abkürzung und ohne. Ob mit oder ohne Abkürzung. Ich habe trotzdem gewonnen mit einem Level 5er und sie mit einem Level 10er. Leider ist es so,
Man kann es jetzt nicht ändern. Ich finde es sehr, sehr schade. Aber ja, ich habe mir eine gute Entscheidung getroffen. Gut, dass ich nicht den weißen genommen habe, weil ich ihn ja für Champs nutzen möchte. Ich hoffe, wir hoffen, euch hat es gefallen. Und wir konnten euch vielleicht ein bisschen helfen beim Kauf. Vielleicht habt ihr ja noch überlegt. Tschüss.